Noah baute eine Arche. Gott hatte die Welt wunderschön erschaffen. Die Menschen konnten friedlich darauf leben. Aber taten sie das? Dazu erzählten sich die Menschen vor langer Zeit eine Geschichte. Das ist eine Geschichte aus der Bibel. Die Geschichte von der Arche Noah und der Sintflut. Die Menschen lebten nicht friedlich. Immer wieder gab es Krieg und Streit. Gott machte sich große Sorgen. Er sagte, die ganze Welt ist verdorben, niemand handelt gut. Gott beschloss, ich will eine große Flut schicken. Die Erde soll nicht mehr sein. Es soll nicht mehr so gehen. Alles soll fort. Wirklich alles? Das ist Noah. Gott spricht zu Noah direkt ins Herz. Noah, du hast nicht mitgemacht bei dem Krieg und bei dem Streiten. Ich will dich retten, dich und deine Familie. Und dazu von jedem Tier ein Paar. Baue einen großen Kasten, eine Arche, dass ihr gerettet werdet. Noah erzählte es seiner Familie. Von jedem Tier, von jeder Tierart soll ein Paar gerettet werden. Und ihr sollt gerettet werden. Und ich soll gerettet werden. Und sie fingen an zu bauen. Sie bauten eine Arche. Sie brauchten viele große Baumstämme, dass ein großes Schiff mit 3 Etagen gebaut werden konnte. Es dauerte sehr lange. Und es war sehr mühevoll. Und die Frauen mussten gehen und mussten Baumharz und Pech besorgen, um alle Ritzen zu verschmieren, damit das Schiff fertig wird. Dann war die Arche fertig. Ein großes, großes Schiff. Aber was passierte? Die Nachbarn sahen, dass Noah ein Schiff bauten. Sie riefen: Ha, ha! Ein Schiff mitten am Land. Haha, Noah, du bist doch ein Spinner. Uns wird nichts passieren, es wird keine Flut kommen. Komm du lieber mit, lass uns einen kleinen Raubzug machen, anstatt dass du dein Geld hier vergeudest. Noah fiel es manchmal schwer, an der Arche zu bauen. Aber er wusste, Gott wird uns retten. Wenn sein Herz besonders dunkel war und er nicht wusste, Gott, werden wir das schaffen, dann sagte Gott zu ihm: Noah, ich will dich retten und ich will deine Familie retten und ich will von allen Tieren je ein Paar retten. Das ist der erste Teil der Geschichte.